Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier nun die mobilen Nachrichten der vergangenen 25. Kalenderwoche. Am Montag vergangene Woche war es soweit, dass Honor als Huawei-Tochterunternehmen seinen virtuellen Launch des Honor 5C-Smartphone vollzogen hat. So ganz neu ist das 5,2 Zoll große Android 6.0 Smartphone im schicken Aluminiumgehäuse nicht, denn bereits vor 2 Monaten wurde das Honor 5C mit einer Kirin 650 Octa-Core CPU, 2 GB RAM und 16 GB erweiterbarem Programmspeicher zu einem umgerechneten Preis von ca. 140 Euro bereits in China vorgestellt. Hierzulande wird es dann 60 Euro teurer. Dafür verzichtet man dann aber auch auf den rückseitigen Fingerabdrucksensor. Wer diesen zwingend wünscht, kann für weitere 50 Euro, also 249 Euro insgesamt, bei der Expert-Tochter Technomarkt das baugleiche Huawei GT3 kaufen. Wie Google vergangene Woche Dienstag bekannt gab, sind rund 1% aller Suchanfragen auf mögliche Krankheiten und dessen Symptome beschränkt. Um hier Einhalt für gefährliches Halbwissen zu leisten, hat Google in Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic, der Harvard Medical School und vielen weiteren Ärzten die Suchergebnisse für Beschwerden und Symptome optimiert. So wird es vorerst in den USA bei entsprechender Suchanfrage nach einem Krankheitssymptom in Zukunft auf Basis des Knowledge Graph ein separates Suchergebnis geben, welches nicht nur eine Beschreibung der möglichen Krankheit darstellt, sondern auch die eventuelle Risikogruppe und welche Therapie empfohlen wird. Das Fotonetzwerk und Facebook-Tochterunternehmen Instagram feierte vergangene Woche seinen 500-millionsten Nutzer. Anlässlich diesem Ereignis ließ sich CEO und Gründer von Facebook Mark Zuckerberg dazu hinreißen, ein Selfie von sich zu schießen und dieses entsprechend auf seinem Profil zu veröffentlichen. Doch er hatte nicht mit den aufmerksamen Lesern gerechnet, die sein im Hintergrund erkennbares MacBook entdeckten, welches offensichtlich die Kamera als auch das Mikrofon abgeklebt hatte. Nun, als eines der Unternehmen, welches auch für seine mobilen Anwendungen in der Regel Berechtigung auf unsere Kamera und Mikrofon haben möchte, sollte das eigentlich niemanden verwundern. Die Samsung Gear VR-Brille gehört aktuell zu den erfolgreichsten seiner Art. Erst vergangene Woche hat der Oculus Mobile Store seine mehr als 300 VR-Anwendungen gefeiert. Um jedoch das komplette VR-Erlebnis genießen zu können, muss man wohl in die USA zu einem der neuen Six Flags Freizeitparks reisen. Diese bieten einen neben der optischen VR-Wahrnehmung dank einer Achterbahnfahrt auch das Gleichgewichtsorgan mit entsprechenden G-Kräften zu versorgen. Die Filme, in denen man beispielsweise als Kampfpilot in einem Jet unterwegs ist, sind framegenau auf den jeweiligen Streckenverlauf angepasst. In unserem deutschen Europark gibt es inzwischen auch schon 2 Achterbahnen, die mithilfe der Samsung Gear VR-Brille ein einzigartiges Erlebnis bieten. Mit dem Mitte April vorgestellten HTC 10 Smartphone kam auch gleichzeitig die neue HTC Sense 8.0 Benutzeroberfläche, welche gleich durch ihr sogenanntes Freeform-Design überzeugen konnte. Wie nun aus einer E-Mail des Preview-Testprogramms hervorgeht, will das Unternehmen allen Anschein nach den HTC-Launcher für alle Android-Smartphones ab der Version 4.4 verfügbar machen. Ob jedoch auch der bekannte Blink-Feed dazu gehört, welcher schnell und informativ den Nutzer über die neuesten Nachrichten informiert, ist bis dato ungeklärt. Mit ersten Ergebnissen soll laut der E-Mail Ende Juni zu rechnen sein. Weitere Sendungen wie Android für Anfänger, Tipps und Tricks, Android Talk oder Touch and View findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog unter gotoandroid.tv. Die nächste Android Weekly News gibt es, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme sowie erfolgreiche Woche und drücken Sie der deutschen Mannschaft heute Abend die Daumen und verpassen Sie nicht unsere Verlinkung wie die letzte Folge von Android Weekly News oder unser erstes Hands-On aus Berlin zu dem Lenovo Moto G4.